Ich bin Zan und heute zeige ich euch voller Freude einen meiner Lieblingsrapper in diesem Jahr. Er ist einer der Menschen, mit dem ich am meisten relaten kann. Und wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann freue ich mich, euch YFG Pave vorzustellen. Fangen wir einfach mal an. Das erste Mal, dass ich ihn gehört habe, war vor einem Jahr. Und soweit ich das verstanden habe, ist er auch erst seit Anfang von Corona im Game. Also jetzt mal echt. Dieses Soundbild ist einfach übertrieben krank. Und für die Leute, die nicht verstanden haben, was er sagt, einmal hier zur Übersetzung. Zen-Modus, no drama, Gang. Ich mag Menschen nicht. Du schiebst wieder Filme, hol mir Snacks und Dip. Was macht er draus? Wir können uns also merken, YFG Pave hat keinen Bock auf Fake Drama Friends. Dafür können seine Freunde echt gut flowen. Gewinne den Cup schon immer ein Underdog, hab den Shit angenommen. Sie werden sehen, die Wave bald angekommen, hab den Shot angetäuscht und spiel zu Pave. Flowtechnisch komplett mein Geschmack, Freunde. Und langsam können wir auch verstehen, wer YFG Pave überhaupt ist. Schmerzensystem. Kein Bock auf Drama. Time is money, das ist keine Zeit für Drama, you know. Jetzt kommen wir zu dem Song, wo ich YFG Pave das erste Mal gehört habe. Glaub, sie checken diesen Film nicht, da hilft keine Therapie, denn es ist ein schmaler Grat zwischen Wahnsinn und Genie. Ganz, ganz unauffällig hat der Spotify-Algorithmus zwischen Negativ OG und Sin Davis diesen Goldsong hervorgebracht. Ich bleib beim Grinden und am Hustlen, trotz dem Neid und dem Pain. Fall immer wieder auf die schiefe Bahn, doch bleib immer straight. So oft enttäuscht, ich traue keinem Motherfucker, mach's alleine und ich ratter, bis die Kleingeister es raffen, you did. Ich wurde das ein oder andere Mal auch hart rangenommen. No homo. Besonders im Business-Kontext. Langsam kommen Fragen auf, wie zum Beispiel, was heißt schiefe Bahn bei YFG Pave? Oder wie geil kann man im nächsten Song flowen? Ich bin grau von dem Rum, alles grau um mich rum. Ich kann keine mehr. Für die Abwechslung ändern wir mal ganz kurz das Licht, ja? In dem Track merkt man noch das Ego von YFG Pave. Ich war vor kurzem in einem buddhistischen Kloster und habe gelernt, dass du nicht dein Ego bist. Das heißt, wenn du dich so hinsetzt und meditierst und deine Gedanken kommen so rein, dann merkst du, wenn du achtsam bist, dass du nicht deine Gedanken bist. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich denke, dass YFG Pave genau dasselbe verstanden hat. Ich hab aufgestauten Schmerz in mir und lass ihn raus. Ich meditiere vor dem Schlafen, jetzt und steh früh auf. Gab den Falschen hier mein Herz und hab jetzt tiefe Wunden. Doch ich lieb den Shit, der YFG wird nie verschwinden. In dem Track Fuck Love kommt der Schmerz echt am meisten rüber, so. Und ich rauch OG. Ich will dich einfach nur in den Arm nehmen. Das wird schon wieder. Hab auch ein paar Blessings und ich setze sie ein. Es ist der Sender im Game, denn wir sind alle eins. Nein, ich mach das nicht für Cash, ich hoffe, du schätzt sie. Man spürt einfach seine Leidenschaft. Und das Genialste ist, dass er mich immer und immer wieder an meine Achtsamkeit erinnert. Wie zum Beispiel bei diesem Song. Auch wenn's erstmal weh tut, schau der Wahrheit ins Gesicht. Aber ich kann da nichts tun für dich, ich wünsche nur viel Glück. Eine Sache wollen wir aber nicht außen vor lassen. Als ich ihn mal bei Instagram ein bisschen supportet habe, da habe ich dieses Bild gesehen und ich dachte, das wäre Photoshop. Aber das ist es einfach nicht. Ich kille diese Pussy und ich kille diesen Beat. Bin der Leader einer Wave und sie wird richtig gut. Ich flieg, mach den Independent Tasche ganz alleine, bis ich sieg. Schare Brüder um mich rum, lass nur die Day Ones in mein Team, ja. Yeah. Und wie underground will man eigentlich sein? Alleine wie er mit seinem Laptop an seinem Rode NT1A da sitzt. Und ich muss mal fette Props rauskicken an die Videoproduzenten. Sowas kostet normalerweise einen Haufen Kohle. Ohne Witz, ich würde da richtig gerne mal vorbeischauen. Ich feier also so einen uniken Style. Deswegen Props gehen auch raus an die Videoproduzenten. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr seid in der Schlange von einem Club, habt einfach gute Laune, wollt ein bisschen tanzen gehen, steht in der Schlange mit eurer Freundin. Und dann kommt so ein Typ an und haut damit Schmackes auf den Arsch. Wie würdet ihr reagieren? Ich bin auf keinen Nenner gekommen. Ich würde diese Frage auch gerne an YFG Pave weiterleiten. Gucken wir einfach mal in den Song rein. Bin kein Schläger, bin kein Gangster, aber auch kein Feigling. Wenn ein Bruder in Gefahr ist, ja, dann muss ich einspringen. Bruder, wir sind deine Family, wir sind nicht kleinlich. Bin nicht der, der ich mal war und noch nicht, wer ich sein will. Und bei keiner Zeile der Welt kann ich mehr zustimmen, wie zu dieser Zeile. Ficke sie mit Liebe, ich kann nicht anders. Ich behandle meine Frau immer mit Anstand. Auch wenn sie im Bett will, dass ich Schlampe sage. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Hier kommt ihr zu Wer ist Pimp, hier kommt ihr zu Wer ist Flixi und gönnt euch das neue Album. Ich freue mich drauf. Bis dahin, bleibt euch treu und ciao.